Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Hier mit mir und Heather und diesem verscheißten Speicherpunkt. Einfach so, weil er weg war. Wie kann man eine Jin auf die Palme bringen? Ich weiß nicht, wenn man vielleicht Konami heißt. Ein Silent Hill Spiel rausbringt und ein U-Bahn-Level dazu bumst. Einfach so, hinpappt, was auch immer. Jetzt bin ich aber heute vollkommen motiviert wieder. Ich freue mich hier riesig. Ich habe echt riesen Lust, das zu spielen. Und es tut mir so leid, wenn das Spiel laggt, hackt, lackt, was auch immer, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Anders. Seht euch den Boden an. Da sind so weiße Teile. Okay, die erinnern mich an was. Zeki, jetzt hast du ein Déjà-vu. Ach ja, genau. Und das wird jetzt mein... Pardon. Das wird jetzt mein erstes Video sein, was ich auf 15 Minuten mache. Das heißt, wir werden viel schaffen. Wir gehen jetzt einfach hier runter, weil wir Lust haben. Ja, ich weiß von Zeki, dass es 15 Minuten Zeitlimit auf YouTube. Wie habe ich gerade YouTube? Nein! Oh mein Gott. Leute, das ist gruselig. Ich lese es vor. Das habe ich vor langer Zeit gelesen. So ein abgedrehtes, okkultes Spinnermagazin. Ich fand das alles ziemlich daneben. Wenn man es nur so zum Spaß liest, ist es aber nicht übel. Die Seelen, diejenigen. Nee, derjenigen. Lass mich in Ruhe. Ich kann lesen, also. Nochmal. Jetzt mache ich es extra gruselig. Die Seelen derjenigen, die plötzlich durch Selbstmord oder einen Unfall gestorben sind, erkennen nicht, dass sie tot sind. Manchmal bleiben sie... Was? Hä? Ah, okay. Manchmal bleiben sie und spuken am Ort ihres Todes. Die Geister haben ihre menschlichen Sinne und Erinnerungen verloren und können nur immer wieder den Schmerz und die Trauer im Moment ihres Todes wiederholen. Der Schmerz kann so stark werden, dass sie sich auf der Suche nach Rettung an Menschen wenden oder sie gönnen den Menschen ihr Leben nicht. Dann kommt es vor, dass sie von einem Menschen Besitz ergreifen. Orte, die als berühmte Selbstmordstellen oder Gebiete mit hohen Unfallkommen bekannt sind, tragen häufig die Schuld. Sie sollten bei der Annäherung an solche Stellen vorsichtig sein, besonders an dem Tag oder zum Zeitpunkt, an dem sich der Tod ereignete. Das heißt, wenn sie nicht wollen, dass es ihnen auch passiert. So, Leute. Ja, was war das? Was war das nur? Was war das nur? Das war das Magazin von Galileo Mystery. Und das ist so scheiße. Denn ich weiß jetzt, worum es hier geht. Leute, ich wage es aber einfach nur. Also freut euch. Ich weiß nämlich, was hier passieren wird. Ja, warum sollte ich es nicht wissen? Dum-di-dum-di-dum. Bienchen, summ einmal. Stash your shit trash. Uah, du bist ein scheiß Mülleimer. Weg mit dir, du gehst mir auf den Sack. So, Leute, jetzt schaut euch das mal an. Wir warten. Und warten. Ja, zum Glück hatte ich davor gespeichert. Oh-oh. Where? Bam! Motherfucker, mother... No! Warum? Bam! Und platsch! Magge minchia, magge cazzo! Stronzo di merda! Game over und ich fluche auf Italienisch, bitteschön. Yeah, Leute, willkommen zu unserem allerersten Game over.
so genial, das ist so lustig. Ah, toll. Willkommen, Leute. Ihr habt gesehen, wie man zum ersten Mal stirbt. Das heißt, wir müssen nochmal zurück und einfach nur die Notiz lesen. Aber wir dürfen nicht auf diesen Bahnhof zurückgehen, denn diese Notiz ist einfach nur wichtig, damit wir in unserem Inventar ja, die Liste voll haben. Denn am Ende wird die Statistik von uns kommen und dann wird herausgefunden, ob wir alle, wie heißt es nochmal, alle Notizen, alle Dokumente gesammelt haben oder nicht. Ja, Leute, wir sind gestorben. Geil, unser allererstes Game Over. So, jetzt weiß ich nicht weiter, wie es geht. Wir schauen einfach mal auf die Karte, weil wir es können. Okay, wir gehen nach oben. Einfach so. Ja, Leute, einfach so. Weil wir dumm sind und ich freue mich gerade einfach nur so. Whatever. So, wo sind wir hier geraten? Och nö, oder? Nicht hier oben, wo ich denke, dass wir kommen. Nee, hier ist wieder der scheiß Mülleimer. Stasher Trash. Okay. Also, kurz gefasst. Es gab hier. Irgendwo gab es doch Monsters, oder? Moment. Irgendwo. Warte. Nein, wartet. Wir müssen zur Bergen Street, oder? Dann ist das hier völlig scheiße, wo wir hingehen. Nein, das ist Kacke. Da müssen wir noch mal nachschauen. Genau hier geht's weiter. Und ich höre wieder Monsters. Aber wir müssen mutig sein, wir müssen stark sein, weil es nicht anders geht. So. Hier geht's zur Bergen Street weiter. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Da 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 da. Hä? Hä? Was ist? Ach so, warte mal. Wartet mal. Bergen Street geht's hier lang. Okay, wir gehen immer tiefer in die U-Bahn rein. Wie geil. Yeah, immer tiefer. Immer tiefer. Hä? WTF? Bergen Street. Ja, wir wissen, dass das die Bergen Street ist. Liegt hier was? Nee. Oder? Sind die hässlich? Sie ist abgeschlossen. Oh. Hört euch mal die Scheißmusik an, Leute. Ey, hier liegt doch was. Nee, hier liegt nichts. Oh, geht kacken, geht kacken. Lass mich in Ruhe. Oh, okay, verpiss dich. Einfach so. Hey, was springst du Heather so an? Hey, ich kämpfe mit mir selber. Egal. Nee, okay, denn Leute, dann gehen wir einfach so. Aber wartet mal. Hier gibt es ja überhaupt. Ey, piss dich einfach mal weg, klar? Oh Mann. Wie ich einfach nur die ganze Zeit in die Luft schlage. Einfach so. Nee, wartet mal, wenn ich jetzt runtergehe. Nee, der kommt ein Zug, das, oder? Okay, wir müssen es ausprobieren, Leute. Weil ich hier Hunde sehe. Wehe, jetzt kommt ein Zug, dann töte ich dich, Zug. Wenn jetzt hier wirklich ein Zug kommt, dann sind wir am Arsch. Warum? Das ist scheiße. Warum? Okay, Leute, wir haben kapiert, wir dürfen nicht auf diese Scheißgleise gehen. Ja, Game Over. Schon kapiert, ist klar. Einfach so. Das Spiel zeigt uns einfach so Game Over an. Ist es dumm? Ja, das Spiel ist es. So, wir sind bei 9 Minuten angekommen, okay. Ja, dann mache ich mal weiter, nö. So, jetzt müssen wir alles nochmal machen. Alles von vorne, nochmal diese scheiß Notiz lesen. Dann müssen wir nochmal. Nein, da unten müssen wir nicht hin, weil es da nicht weitergeht. Es tut mir leid, Leute, dass ihr das jetzt hier zum wiederholten Mal sehen müsst. Ja, scheiß drauf. So, bitteschön. Und es geht weiter in unseren eigenen Tod. Tod. Tod, tot, tot. Yeah, wir sind so tot. Yeah, wir sind tot, tot.
So, dann sind wir nach oben gegangen. Dann sind wir nach oben gegangen. Dumm, die dumm, die dumm, dumm. Na, na. So. Okay, dann waren wir. Wo waren wir denn? Wir waren irgendwo in der Bergen Street. Hä? Nee, von da. Da wollen wir nicht hin. Genau, hier waren wir dann. Wir sind hier hingegangen. Die U-Bahn ist so verwirrend, Leute. So, dann sind wir hier hingegangen. Hä? Kameramann, du bist scheiße. Genau, dann sind wir hier hingegangen. So. Da ging's zur Bergen Street. Wo geht's hier lang? Hey, wartet mal. Nee, nein, du sollst. Wie Heather nichts zu diesem Bild hier sagen möchte. Ich meine, da liegt einfach so eine Frau rum am Strand. Was möchte uns diese Werbung sagen? Vielleicht ist es eine Sonnencreme-Werbung? Ach egal, scheiß drauf. So, hier geht's also auch zur Bergen Street, oder? Das müsste es sein. Und wir dürfen nicht in die Gleise springen. Das wissen wir ja jetzt. So. Nee, okay. Hier gibt es nichts, oder? Doch, da liegt ein Actimel-Drink. Yeah. Wir haben ein. Liegt hier was? Nee. Okay, Leute. Heather sagte, sie müsste zur Bergen Street. Wir sind in der Bergen Street, aber hier gibt es nichts. Toll. Heather, bist du irgendwie dumm oder hängen geblieben? Ich meine, warum schickst du uns zur Hey. Jetzt sage ich schon Hazel Street. Genau, Hazel Street, ja. Warum schickst du uns zur Bergen Street, wenn da gar keine U-Bahn kommt? Egal. So. Hier gab es nicht den Speicherpunkt. Hier gab es den Speicherpunkt. Wir speichern einfach so ab, weil wir es können. Genau. Bam. Einfach so. Und wie ich sehe, spiele ich schon seit einer Stunde und 30 Minuten. Na, das ist ja ein neuer Rekord. Voll der Rekord. So. Nee, nach oben geht's dahin. Da geht. So, wollen die uns verscheißern? Na, dann müssen wir noch mal nach oben. Weil es hier unten nichts mehr gibt, was wir machen können. Keine Ahnung, wann die U-Bahn kommt. Die verspätet sich einfach so, weil Dinosaurier die U-Bahn angreifen und festhalten. So. Das war der Startpunkt. Nee. Okay, dann gehen wir mal einfach hier hin. Wir haben gerade eben abgespeichert, dann ist ja gut. Dann ist ja alles im Butter. Butter, Butter, Butter. Du bist meine Mutter. Butter, Butter, Butter. So, was gab's denn? Ja, hier gab's dieses Scheißloch. Wozu wir aber einen Schlüssel brauchen oder eine Zange. Dann ist das hier offen? Okay, hier gehen wir hin. Ach, hier waren doch auch Monsters, oder? Ja. Taschenlampe aus. Ey, aber hier sieht man ja gar nichts. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie wir einfach. Ja, wir sind hier! Das heißt, es geht weiter. Und Leute, die Aufnahme muss ich jetzt gleich beenden. Ich mache hier einen Cut. In der Dunkelheit. Gruselig. So, bis gleich, Leute.